What's up, guys? Was war das jetzt? Er ist einfach aus der Existenz verschwunden. Richtig so. Gut. Ja, hallo TTT, wir spielen weiter. Staffel 8, Folge 2, was geht? Willkommen zurück zu TTT 2, Folge 2. Ja, es ist TTT 2, Folge 2, Staffel 8. Undertale Hotel. Staffel 8. Metaton tritt hier auf. Alter, Maeve. Ich liebe Metaton. Cheeseburger. Oh, als Schnüffler hat man nicht viele Punkte, kann das sein? Ich habe wieder eine Pocket Rifle, das gefällt mir. Was hat man als Schnüffler? Wieso kann ich als Schnüffler nicht so viele Waffen kaufen? Oh, Morgi ist hier oben. Morgi, erklär dich. Du passt in diese Welt rein. Du hast 5 Sekunden. Dich, willst du mich verarschen? Du hast hier unten gecrouched. Du hast 5 Sekunden. Er croucht immer. Warum warst du hier? Ich hab ihn deswegen mal erschossen. Weil ich sehen will, wenn jemand vorbeiläuft, dann geht man rein. Bumm. Okay, fair. Yo. Aber du bist kein Traitor, ne? What the fuck? Nee. Also, okay. Du bist sehr undercover immer als Snack, nein, aber warte, der wurde gesniped, Junge, ich hab ne Katze in der Hand. Auf dieser Map ist es dir erlaubt, Mogi. Schau mal. Oh, Leute, was macht der Tor? Was macht ihr überhaupt hier oben? Könnt ihr bitte gehen? Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Könnt ihr bitte gehen? Achso, nee, warte, ich hab's Chimtex, guck mal. Ja, was denn? Ich meine, hier ist ein Shake, ich will den trinken. Ey, Ricky, was soll das jetzt? Ricky, wohin? Was soll das jetzt? Wohin sollen wir gehen? Ey, ich hab ein Bild von Johnny. Oh, ich kann meinen Charakter nicht wegbringen. Das ist wirklich 1:1 Johnny einfach. Ihr seid solche Pisser, ich will das sehen. Junge, warum tat das so weh? Detective, haben wir eine Healing Station? Ich hab die Leiter nicht erwischt. Ich brauche auch eine Healing Station. Ja, warte, warte, komm schon, ich zeig's dir. Ich will mich wenigstens noch sehen. Da. Morgi, hast du gerade geschossen? Das bist schon wirklich du rechts, oder? Okay, ich hab einen Schuss gehört. Ja, natürlich, das ist Nick the Smoker. Hallo? Dann sage sogar ich, dass der aussieht wie ich. Vorsicht! Morgi, Vorsicht! Alles gut, alles gut. Morgi, pass auf. Ich hab dich gewarnt. Oh, krass. Ich wollte eigentlich May vorsagen. Das war ich vor 2 Parts, als wir angefangen haben zu rauchen. Ich wollte eigentlich May sagen, Staffel 8, aber manche Dinge ändern sich nie und wollte entschießen. Weißt du? Ich in meiner Raucherphase, ich erinnere mich noch. Ja. Das war die letzte Staffel, ne? Schlechte Zeit. Ja, ist ein bisschen her. Lang her. Ja, ich so, alles gut, bist du direkt niedergestreckt. Ich hab ihn gewarnt, er wollte nicht hören. Was gibt es denn, Alter? Was ist das für eine Waffe? Ich regel das. Oh, Junge. Was für eine Waffe? Ich hab so ein Revolver, den ich verschlingen. So nachladen muss. Ich hab einen Burger. Oh, Morgi sollte echt öfter kein Ding für den King sein. Nee, ich fühle mich persönlich angegriffen. Wieso? Okay, bleib mal stehen, bitte. Das ist ja Ricky, ich dachte, das ist einfach irgendwie ein... Nein. so eine NPC. Okay, war innocent. Warte. Okay, warum hast du ihn... Du musst deinem Raucherladen auch schon die richtige... zurück, keine Sorge. Ja, ich wollte gerade sagen. So, jetzt... Solltest was essen? Jetzt, so, Hockey, original getroffen. Timo. Johnny in seiner... Ich bin in meinem Element. Ich sehe keinen Unterschied hier. Oh Mann, ey. Fully, hast du schon... Das ist ja zweimal das gleiche Bild. Hockey ist Traitor. Hast du schon das Spielbackkorn mit? Hockey ist Traitor, der wird das Traitor angezeigt. Nein, ich bin... Hier ist so ein Bart. Nee, der wird das Traitor angezeigt. Ja, da wird ja auch, aber Hockey ist... Hä? So. Das ist super fies. Da hab ich angefangen. Er war Traitor. Wirklich Traitor. Hockey war Traitor. Ah, shit, wenn es wieder Playback ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin gerade so verwirrt. Meine ganze Taktik war überhaupt nicht gut. Er hat hier gestartet und er wird auch hier enden. Maeve, bist du unschuldig, wenn du sowas machst? Nee. Aber jetzt könnt ihr nicht. Aber jetzt bin ich schon mal safe. Oh mein Gott, Maeve, ist es wirklich. Jetzt bin ich schon mal safe proven, möchte ich ganz kurz betonen, ja? Ich lüge mir nicht, ne? Das war Hockey auch, Maeve. Warte doch mal kurz. Okay, was hast du vor? Was sammelst du hier? Das ist das Sammelbeck mit Tod? Ich kann nicht treffen. Ich bin wie so ein komischer Psychopath, oder? Okay. Alles okay? Wo seid ihr überhaupt? So, wer... Also... Hockey lebt also auch wieder. Schön. Nee, der ist tot. Nee, er sieht aus, als wäre er wiederbelebt worden. Nee, er ist tot. Also am Fall nach oben bei seinem... Der Ricky hat ihn umgebracht, der ist tot. Oh mein Gott, Leute. Darf ich reden? Ah, ich bin ja tot.
Moggy, ich find's nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die alle sind. Oh. Wie viele, haben Maeve dabei erwischt, das zu machen und ihn nicht umgebracht? Ja. Ich hab einen Tod in den Pool geschmissen. Ich wurde erwischt dabei, dann habe ich ihn getötet. Gesehen, wollte ich umbringen, hab's nicht geschafft. Ricky passiert das Gleiche. Er schießt irgendwie alles neben dich. Ich hab's nicht verstanden. Oh. Ey, Moggy, am Ende wurdest du von mir gekillt. Vorbei. Aber Mann. Ich fand Maeve schon ein bisschen sus, dass er mir den Pool unbedingt zeigen wollte. Ja, aber ich bin da nicht hingegangen. Als ich das gesagt habe, dachte ich mir auch so, oh mein Gott, wie offensichtlich ist das eigentlich, was ich gerade tue. Jetzt wird geschnüffelt, meine Damen und Herren. Hm. Wo wird denn geschnüffelt? Zeig mal, wo bist du denn? Riechst du die Burger? Wurde hier geschossen? Sind eh noch alle hier. Oh, hier lief Musik. Hört ihr das? Es wird geschossen. Polly, du schießt selber. Ich sehe das doch nicht hinter dir. Auf Holy ist, haben wir einen diese Runde? Nee, oder? Keine Ahnung, hab nicht drauf geachtet. Keine Ahnung, ich hab nicht drauf geachtet. Scheiße. Holy, schieß mich mal ab. Na dann. Oh, ist Holy denn nah, oder was vielleicht? Holy, du darfst dich nicht umbringen. Du darfst auf den Fuß schießen. Nein, ich schieß nicht. Oh, jetzt hallo? Ich bin innocent. Hallo? Ey, das ist das Gleiche. Ey, wenn Holy dich nah wird, er hätte sofort geschossen. Er hätte noch eine Frage gestellt. Nein. Nimm den Brecheisen, wir schubsen ihn. Ja, wir schubsen ihn umher die ganze Zeit. Hä, die Golden Gun ist die Golden Deagle nur anders, oder? Ich halte lieber Abstand. Ja, keine Ahnung. Oh Mann. Ich komm das ist ja das Gleiche. Mein sieht aber krass aus. Nee, warte, ich habe ja verloren, wenn er stirbt. Ich kann die Tür nicht mehr aufmachen. Hey, wir müssen hier lang. Oh ja, jetzt, nein. Ah, okay. Das war enttäuschend. Ich möchte jetzt sagen, dass das, was wir gerade machen, das ist schon ganz schön. Wir gehen jetzt auf eine Erkundungstour. Das ist echt gefährlich. Okay. Geschossen. Oh, also, Da ist eine. Ich hab überlebt. Ja, Dingen. Ich hab überlebt, passiert. Eine Jihad wurde gezündet, ich weiß noch nicht. Hey, was soll das? Maeve hat's doch gemacht. Hä? Wieso schießt du auf den Detect? Weil er Traitor ist, Alter, komm schon. Na, scheiße, warte, ich hab keine Muni mehr. Fuck! Ja, ich nein, ich wollte Kreuzfeuer erwischen. Das war so schwierig. Morgi, ich hab mal Fully runtergelockt. Ich hab's fast geschafft zu sterben. Ja, hast du echt? Morgi, du hattest ja Fully weggelockt, ne? Wegen der. Ja, okay, Pech. Mit meiner Aussage, was ist das? Ich hätte einfach explodieren sollen. Genau in dem Moment, wo ich die Zahl gesehen habe, dass oben die Fuchs sind. Leider alle genau in verschiedene Richtungen gelaufen. Das war so anders. Maeve, ich war eben Überlebender. Was macht der nochmal? Liebe die Nahrunde. Okay, ich hab das eben noch gefragt, weil ich dachte, ich hätte Moggy mit der. Ich hätte einkaufen können? Okay. Oh nein. Das steht aber auch immer unten. Aber ich hab ihn verfehlt. Wie es aussieht. Hallo Maeve, wollen Sie meine Petition unterschreiben? Und ging das? Ich will unterschreiben. Es macht halt wirklich gar nichts. Funktioniert gar nicht, ey. Oh. Es macht halt echt. Nein, das steht doch auch dabei. Da steht, es wird niemand unterschreiben. Das gehört zur Beschreibung dazu. Ich glaube, es funktioniert irgendwie anders. Mach die Winchester Sound. Ja, die Winchester ist gut. Keine Ahnung, was es bringt. Kennt ihr das Haus der Winchester? Das ist ein richtig guter Film übrigens, möchte ich nebenbei betonen. Nee. Lass mir Ruhe, ich will nur mal Eis essen. Okay. Bist du im Traitor Shop? Ich hab hier eine Petition. Oh Gott! Wer ist es? Sind alle tot? Oben links, das Add-on TTT-Petition-Versuchsfehler. Mehr Details im Problemmenü. Warte, Ricky, ich will kurz schauen, ob du es bist. Wer lebt denn noch? Hör bitte auf. Ah, stopp! Warte, okay, Moment. Hör auf. Wer ist es denn dann? Oh mein Gott. Alter! Da hat mir aber jemand vertraut. Let's go! Ja, was? Winchester ist übrigens scheiße. Hui! Ja. Die Elites haben mich wieder nicht enttäuscht. Tut mir leid, dass ich musste die Bombe zweimal einsetzen. Ich konnte einfach diese Szene nicht so stehen lassen. Ey, wie gut. Ich war, stehe ich dann wieder abseits und dachte mir, was passiert hier gerade? Ja. Du kommst rein, alle tot. Ich hab nur gehört, wollt wegrennen und es war zu spät. Das mit Johnny fand ich geil. Ich bin's nicht, oder irgendwie so. Und Johnny schießt immer weiter mit der Scheißpistole, die keinen Schaden macht. Kann man Schlüssel nicht verschlossen. Und ich hab ihn damit erwischt. Oh Mann, ey. Aber hey, ja, hier geht auch Runde. Da kannst du. Morgi wird mich nie wieder so davonkommen lassen. Ja, Detective! Ja, was kannst du rein? In die hier. Die okay, Fully? Okay. Ich bin geschossen. Ich bin an einem Stand, ich bin wo ganz anders. Was ich glaube, ich bin im Traitor-Raum. Ich wollte einen Drink verkaufen. Nein, du kannst hier immer rein. Oh, das ist so ein komischer Raum, weil ich auch vorhin. Das ist okay. Das sind beide selbe Player-Model, sehe ich gerade. Ach, deswegen. Ja, ich aber auch. Ich kenne mein Player-Model nicht mehr. Morgi, ist halt auch die geilste. Morgi, okay, schießt. Traitor, möchte ich bitte anmerken.
Ja, wer jetzt? Traitor? Ich weiß es Morgi, nicht. Morgi. Ich vertraue Hockey hier. Ja. Also, ich glaube, das Hockey ist so selten Traitor. Habt ihr jetzt, habt ihr ihn jetzt umgebracht oder nicht? Wo seid ihr? Ja, Hockey ist tot. Okay. Er war Traitor. Hockey, ja, Hockey war ausnahmsweise mal Traitor? Stimmt. Ja, war keine sonderlich gute Runde, aber. Gut, das heißt, Moggy ist schon mal lange. Das heißt, wenn Hockey jetzt Traitor war, Johnny ist Detective und Moggy ist safe. Ich wollte gerade sagen. Safe, innocent, dann kann es ja nur noch Fully sein. Nein, hä? Shimtex kannst du auch noch sein. Viele, oder ich? Und Maeve ist auch noch da. Es kann nur Shimtex oder Maeve. Es kann nur Fully sein. Wer schießt? Er war Survivor. Er war Werwolf, tja. Echt, ja. Was war das denn, Moggy? Du bist so dumm. Du bist so dumm, Olli. War es wirklich nicht? Nein! Timo? Es ist Maeve! Timo, ich werde dich nicht erschießen, okay? Enttäusch mich nicht. Johnny, es ist Maeve, ich glaube, das bei dir. Enttäusch mich nicht. Ich enttäusche dich nicht. Oh mein Gott. Wieso ist das ein invalid Target? Oh ja. Ich will jemanden wiederbeleben. War der invalid Target? Du warst wahrscheinlich nicht nah genug dran. Das ist ein Traitor gewesen, das sollte man nicht machen, oder? Nee. Wo ist Maeve? Vorsicht, beschützt mich, dass ich jetzt nicht hier einen Headshot kriege. Ich will in diesen komischen Außen. Welcome back, Fulltime Games. Also nicht draußen, sondern. Ich lebe wieder? Yeah. Nice. Sag mir nicht, du bist Traitor als Traitor gesehen. Nein, ich bin innocent, alles gut. Okay. Ja, zu 20% kann der Traitor sein. Ne? Ja, ich weiß. Das stimmt. Ich bin vorsichtig. Der Stand ist Maeve oder Shimtex, ne? Nee, Maeve ist. Du warst doch gerade tot, erzähl uns doch mal ein bisschen, wo er ist. Ich hab nicht aufgepasst. Ach komm schon. Johnny gekillt. Fuck! Oh. Was war das denn? Okay, er ist dahin. Ich sehe nicht. Oh. Ja, das ist jetzt blöd. Gar keinen Bock auf das jetzt. Ja, mach. Ja, willst du raus oder? Ey. Geh ganz nach draußen. Ah, das war dumm. Du hättest nach draußen gehen sollen. Danke, Mensch. Weißt du, wir sagen so, der mich gekillt hat und ich glaube noch jemand mit einer Brandgranate. Ich dachte, du hast sie gelegt. Wir sagen so, Moggy ist safe innocent. Er hat einen Töter getötet. Ja, was macht Fully? Bam! Ja, to be fair, Ricky. Ich stand dran, dass du mich mit der Brandgranate gekillt hast, Fully. Ich weiß nicht, wie du versuchst, dich hier gerade rauszukriegen. Nein. Die war ja nicht von mir. Ich hab dich erschossen. Dass sie von Fully war. Okay. Immer wenn Fully sagt, to be fair, weißt du. Ich dachte, du hast auf dich abgegeben. Weiß man, dass eine schlechte Ausrede kommt. Nein, gar nicht wahr. Ricky hat so oft gesagt, Fully muss es sein, Fully muss es sein, Fully muss es sein. Und ich dachte, was soll das hier? Er ist doch Traitor, oder? Nein, aber du hast Moggy getötet. Darum geht's doch. Es geht doch nicht um mich. Ich habe als Detective eine Brandgranate geworfen, einfach so. Das hat anscheinend echt viele Leute getötet. Ja, und ich dachte, das war Moggy, der die gelegt hat. War wohl nicht so gut. Nice. Oh, der Raum ist sehr gelb. Jemand zieht sich zurück in die Küche, okay. Küche. Ja, Küche. Waffen. Natürlich. Ja, Küche. Wenn ich sterbe, ist das Fintex. Küche ist doch scheiße. Hallo. Küche, ja gut. Ah, das war ja eine coole Aufzugsfahrt. Können wir alle damit fahren? Okay, perfekt. Oh Gott, das ist ja echt alles. Hilfe. Wait, ist nah diese Runde? Oh mein Gott. No more fall damage. Oh, schade, ich kann der geht irgendwie nicht. Ich will raus. Der Fall damage, der macht's auf jeden Fall. Ich sag mal, eigentlich fährt er eigentlich. Nein, pass mal auf, komm mal Richtung Höhle. Okay. Dann zeige ich euch was. Okay, Moggy ist ein bisschen. Wo ist denn die Höhle? Ist ein bisschen auffällig, mein Freund. Weißt du, komm was? Nein. Wir kommen alle gerade. Wir kommen alle. Ich lass mich verarschen. Ich bin in der Höhle. Nein, hier drüben, geht er nicht rein. Ja, Moggy ist natürlich wieder auf seinem Ausguck. Schaut her. Voll. Ja? Ey, die Tür geht nicht mehr auf. Ja, krass. Das heißt, du bist. Danke, Mann. Okay, danke. Danke, Moggy, dass du gemeint hast. Ich dachte, der wird mich jetzt irgendwie spektakulär umbringen. Okay. Alter. Was war das? Was war das? Habt ihr einen Fallschirm bekommen oder einfach nur den Soundeffekt? Jemand hat da oben geschossen. Nein. Irgendjemand müsste. Irgendjemand hat geschossen. Warte mal, dann muss es ja Johnny sein. Ich hab niemanden erwischt. Okay. Aber du hast geschossen. Warum hast du geschossen? Ich habe auf das Gitter hier geschossen. Ich dachte, das kann man kaputt machen. Da kommt ein Zuko. Ich habe ihn gestoppt. Wer war das? Was willst du tun, hä? Thomas, guck dir mal an. Ich schwöre dir, ich habe nichts gemacht. Auf wen schießt du? Keine Ahnung. Von da unten hat doch irgendjemand hoch. Ach. Bro, Maeve ist es. Ich vertraue dir nicht. Oh shit, der Zug ist doch explodiert. Also Maeve ist, hat er gesagt. Der hat euch nicht getötet? Nein.
Weil der Detective hat die Akku blockt. Ist es Maeve? Ja, aber nee. Ich meine, Maeve, der explodiert doch nach einer Weile. Okay, Maeve war es. Morgi hat nicht auf uns geschossen, nevermind. Ja, es ist Maeve. Der explodiert doch nach einer Weile. Warum hat er euch nicht getötet, die Explosion? Oh, schade. Oh, oh. Oh, oh. Oh, shit, nein, warum? Oh. Nice. Oh, es waren zwei. Ja, es sind immer Shinigami. Ich bin in der Wand stecken geblieben. Zwei Thomas the Tank Engines eingesetzt, mein Gott. Wie eklig ist der denn? Ja. Der Ventilator. Ich wollte jetzt auch schon, dass sie nicht reinkommen mehr können. Ah, ja, wie gut. Ich wollte Maeve als Shinigami töten, aber ich war die halbe Lebenszeit in der Wand fest. Oh, du warst Shinigami. Das Leben ist allein das Shinigami. Ich hab dich gerade erreicht, wollte ich mit dem Messer angreifen und bin gestorben. Weil ich so lange in der Wand feststeckte. Oh, ich hab's nicht mal mitbekommen. Oh, sniff, sniff. Ja. Ja, Hockey, wo geht's hin? Voll bloß nicht meinen Stuhl. Ach, Mensch. Okay, meine Füße stinken so. Von hier aus. Jo, was ist hier? Meine auch. Ich will, du kannst von hier oben unten reindinsen, schau. Der muss doch, ich weiß doch, dass der geht. Ich kenne die Map, aber mehr kann ich hier nicht machen, glaube ich. Ist das? Ja? Das ist kein Traitor-Raum, ne? Nein, ich glaube, das ist wirklich ein Fahrstuhl. Das müsste eigentlich gehen. Du musst auf die Zahlen drücken vielleicht. Hab ich ja, auf 2 musst du drücken. Hab ich. Dann let's go! Zweiter Stock! Oben. Alter! Ich war gerade wieder zurück! Wenn wir jetzt erschossen... Bester? Fully, was machst du da? Oh, komm, das kann ich nicht öffnen. Ich mach gar nichts! Hat Fully gerade von oben geschossen? Nein, ich hab nicht geschossen. Ich hab geschossen, weil ich das Gitter öffnen wollte. Schau, Johnny hat geschossen. Alter, du wolltest das Gitter weg. Hier ist ja ein zweites. Oh mein! Was passiert? Da oben ist irgendwas passiert. Ja, da liegt eine Leiche. Ich glaube, wir sollten nicht da nach oben gehen, hä? Willst du nach oben gehen? Shiptex, hast du dich alleine mit Johnny da? Oh, 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 Maeve. Schlangen. Ich glaube, es war Maeve. Oh, Schlangen. Na, diese Schlangen. Oh Gott. Nein, Timo, warum schießt du auf mich? Ich schieße auf die Schlangen. Ja, komm raus, dann folgen wir uns nicht. Oh Gott, die Schlangen machen mich fertig. Ah, nein, rettet mich. Tschüss, Ich komm hier nicht raus! Oh, wie er so gegen das Ding schießt. Oh Gott! Was passiert hier überhaupt? Oh Gott, ich lebe. Nein! Scheiß Schlange! Nein, die Schlange lebt immer noch! Ich bin so verwirrt. Mann, Vorsicht! Schlangen! Ich hasse sie! Meine Fresse! Oh, ich hab noch 3 Leben. Oh, da ist noch eine! Keine Sorge! Ist sie noch da? Maeve ist drin! Oh, schön! Ich hab Maeve getötet! Oh Gott! Ich sterbe! Ah. Nein! Okay. Alles gut? Was ist los? Pulli ist tot, aber ich hab einen Defi. Ich hab Maeve gekillt. Pulli, ich bring dich in Sicherheit weg von dieser Schlange. Oh Gott, die verfolgt uns eh nicht. Gell, Timo, also ich will anmerken, ich bin proven innocent. Ja, okay. Pulli auch. Ja, aber wir wissen nicht, wenn du ihn wiederbelebst, könnte er vielleicht weiter. Oh ja, stimmt, er hat 20. Nee, er ist eh nur. Über ihm steht ich bin innocent, ich glaub, ist eh alles gut. Dankeschön, Mann. Okay, da drin ist halt jetzt noch ein Haufen Schlangen. Das war fucking gruselig. Okay, warte. Ja, dann wie wollen wir rein? Gar nicht, oder? Wer lebt denn überhaupt noch? Also Maeve ist tot? Entweder Johnny oder Moggy lebt noch. Moggy hat vorhin geredet. Ich glaube, Moggy. Moggy und Johnny ist noch da. Hast recht, ich glaube auch. Ja. Warum bist du runtergegangen, Maeve? Ja, ich dachte, ich kann jetzt noch ein bisschen Wo war ich überhaupt? Was? Ja, ich hab den Teleporter eingesetzt. Ja, wir sind mit dem Fahrstuhl getauscht, Ricky und Maeve, und ich dachte, wie komme ich überhaupt raus? Du hast mich so gut umgebracht, Morgi. Wir sind mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren. Du hast mit mir getauscht, dann bin ich gestorben. Ich hab den Fahrstuhl nicht holen. Oh. Ja, dann hast du nur noch den Johnny killt mit dem Teleporter. Ja, du musstest nur noch jemanden umbringen und dann warst du mit Maeve in so einer perfekten Trade. Ja, das war eigentlich voll cool, dass wir da die Schlangen, also dass ich die Schlangen runtergeschickt habe, aber... Die haben Fully umgebracht, die Schlangen. Ja, einer hat gesagt, er hat nur noch 3 Leben und ich dachte, ich gehe jetzt runter, jetzt staube ich noch ab. Aber ich habe vergessen, dass die Schlangen 16... Ey, Morgi, schieß auf mich, Morgi, untersuchen. Ja. Er war Auftragsmörder. Ah, ich war Auftragsmörder. Kann mich der Detective wieder heilen? Bitte. Ja. Er war Auftragsmörder, ich bin also safe innocent. Yes. Warum macht er denn sowas? Ich mir doch weil mal. Er sonst keine Punkte hat. Ach, ja, der Auftrag ist ein bisschen Job. Am Arsch. Das war natürlich echt doof jetzt für dich hier in der Rezeption. Oh, oh Gott, was war das denn? Ich brenne! Wer war das? Ich hab nicht. Ich brenne! Aua! Johnny war Detective. Bruder, das war knapp. Ruhe in Frieden. Du Pisser. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin jetzt ein paar Mal den Tod entkommen. Kann das sein? Mein Bodyguard ist gestorben, stand da. Oh. Warte mal, sind wir alleine, Maeve? Ich glaube, hier liegt er. Da ist mein Bodyguard. Wer war denn das? Hockey. Okay, wir sind nicht alleine, sonst hättest du mich schon erschossen. Ja, Ricky ist doch da und Chiptex ist doch da. Ich wollte gerade genau das Gleiche, wenn ich sagen. Ja, ja.
Ich lerne dazu. Ich schieße jetzt nicht. Ah, guck mal. Komm, haben wir Karma, wir so eingestellt, ist der Fully ganz arm. Oh. Oh mein Gott. War das beide? Ja, wir standen nebeneinander. Aber das Schaf ist einfach viel zu leise. Ich hab's erst im letzten Moment gehört. Ja, ich hab's auch im letzten Gott, Moment gehört. Und Maeve wäre Werwolf gewesen. Spannend. Oh, echt? Ja. Krass. Okay, okay. Ich wünschte, ich hätte die Hockey gekillt, denn mein Auftragsziel war der Bodyguard von Maeve. Ja, und ich wollte unbedingt zu Maeve finden. Und da dachte ich so, nein, ich muss doch Maeve beschützen, ich will doch jetzt nicht sterben. Ich kann irgendwie das Spiel gar nicht mehr, ich verliere jede Runde. Es ist also, ja, ich bin aber auch übel scheiße gerade in meinen Trader-Runden, ist unglaublich. Ich bin auch in den Innocent-Runden unfassbar scheiße. Ich mach nicht. Timo, ich muss dir dein Schaf wegnehmen. Ach Quatsch. Das Gefühl, ich oh Gott, ihr brennt. So Vorsicht. Sag das sowas nicht, Mogi, sag das sowas nicht. Oh, jetzt hab ich Schaden genommen. Verkauf dich nicht so sehr. Hä, Timo, rennt ins Feuer, ist er. Ich bin Inno, seht ihr, dass ich Inno bin? Er ist nah, oder? Gibt es einen Nah? Nein, warte, seht ihr, dass ich Inno bin? Nein. Nase weiß. Mann, niemand hat es gesehen. Wieso bist du so verwundet? Ja, ich war Unbekannter, ich habe mich gekillt. Und jetzt bin ich Inno. Ach so. Okay, ich bin ins Feuer gelaufen von Johnny und Johnny ist Inno. Tatsächlich, ja. Fuck, du bist gar kein NPC. Die Situation hatte ich auch schon mal. Ich dachte, ja, ja, ich brauche Sinn. Johnny ist Inno, 100%. Ja, Timo, so, und weil du durch deine Brandgranate gestorben bist, oder wie? Möchte ja, jemand? Genau. Maeve möchte vielleicht ein Zimmer mieten. Safe. Ja, komm, Timo, dann sind wir jetzt ein Team. Yes. Heißt, ich bin halt Kameraden. Fett. Was verkaufst du so, Bruder? Ich bin halt fett verwundet. Aber also, ich habe hier. Ja. Möchtest aber du eine Shotgun? Wir sehen, wie Leute auf oder sich möchtest schießen, du eine USP? Auf nicht auf uns. Ja, boah, eine schwierige Entscheidung. Ich weiß es nicht. Warte kurz. Bitte schieß nicht, okay? Nee, okay, schieß nicht. Oh, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ah, oh, Mann. Ich habe es auch ein bisschen verlernt. Ja. Es ist kratzt ein bisschen im Hals. Also, es passt perfekt. Oh, unangenehm. Warte, wer ist jetzt alles hier? Maeve, vertraust du mir und Timo jetzt eigentlich? Ah, Maeve ist... Okay, dann sind Ricky und Fully... Oder machen hier auch irgendwie... Oder ihr habt eine richtig krasse Story aufgebaut. Nein. Ich glaube nicht mal, ich wusste das nicht. Wo ist Moggy eigentlich abgeblieben? Hockey und Moggy sind doch safe. Ihr habt einfach viel geredet, was soll ich machen? Okay, was war? Für Ricky? Wenn Ricky Trainer wäre, dann würde er die Runde nicht so verschwenden, die Zeit. Ja, wirklich. Das stimmt. Der würde schon längst mit der Science AWP irgendwo rumsitzen. So, aber ich immer nur die Science AWP nehme. Warum? Selbst wenn jetzt der Trader auf Hockey schießt, wird er einfach weiter rauchen. Das hatten wir im Casino schon. Also Moggy und Hoggy. Nein, ja, Moggy ja, und Hoggy. Moggy ist safe. Nein. Sicher? Schnacker. Weiß es nicht. Ey, John, nein, kein Scheiß. Ich weiß nicht, was Timo von mir will. Komm, nur weil ich geredet habe, oder was? Ich bin mit Fully im Fahrstuhl. Also, falls ich sterbe, ist es Fully. Wollte ich schon mal anmerken. Oh, Hoggy. Hey, wieso geht das nicht? Ich schieße ja nicht. Diesmal war's. Okay. Es war Ausschlussverfahren. Es war wirklich Ausschlussverfahren. Sorry, es ging nicht anders. Wir haben uns alle so vertraut, es ging nicht mehr anders, Hockey. Du warst es einfach. Ricky hat irgendwas geworfen. Eine Rauchgranate. Ricky ist safe. Ja, ich will nach Morgi suchen, weil er muss. Wollen wir vielleicht zu diesem Ausguck gehen? Nee, wir gehen mal nach oben. Also Morgi wird auf jeden Fall irgendwo eine Falle gelegt haben. Ja. Eine gemeine. Und Morgi ist immer bestimmt wieder. Morgi ist immer sehr geduldig, was sowas angeht. Oder er ist tot. Ja, oder das? Dann müsste oder es eines von sein, aber das glaube ich nicht. Nee. Hallo? Nein, wir drei hier sind wirklich fucking safe, oder? Ist hier gerade was explodiert? Fuck! Ich hab's Nein. Also. Wait, wer ist da? Also, es ist kein Skelett. Ist schau hier. Mal, schau mal, Ricky hat Hockey gekillt. Sein. Ja, ich hatte dieses unbekannte Ding. Johnny habe ich gesehen, dass er Inno ist. Fully und Molly. Wollen wir Fully einmal irgendwie. Fully bezweifelt. Wir waren noch nicht. Ich hab. Wir waren noch nicht hinten in dem Bereich. Morgi, wir sind in deinem Haus. Lass uns mal ganz hinten gehen. Oh, ich hab hier was eingesammelt. Hat jemand wenigstens mal Morgis Leiche gesehen? Ich hab aus dem Sinn reingetappt. Ich hab hier ich kann mich nicht mehr bewegen. Guck mal hier. Hier links habe ich irgendwas eingesammelt gehabt. Okay, Johnny hat. Kann ich die Tür jetzt öffnen? Ja, Fully, ich hab auch. Okay. Es ist ein bisschen schwierig. Die Spannung steigt. Ja, aber ich bin relativ proven. Also. Ja, aber trotzdem, die Spannung ist ein bisschen angespannt. Deswegen. Mhm. Ich habe ja nicht geschossen. Die Spannung ist angespannt, sagst du? Die Spannung ist angespannt. Okay, kann doch jeder hier innocent sein. Warte mal, ist er da oben? Ist wo nach hinten? Der? Also oben ist er nicht in dem Fahrstuhl, da war ich gerade. Nein, im hinteren Bereich. Leiter ist er auch nicht. Oh. Sie lebt doch nicht mehr, oder? Jetzt hat Fully aber geschossen. Fully ist es? Nein. Ja, Fully ist es schon mal. Okay. Was ist diese Waffe?
Nein! Moment, ich okay. No, wow, what the fuck? Es wurde mir die ganze Zeit so sass, aber es waren einfach zu viele Leute. Tulli, da, ne? Wie kann es sein, dass du die ganze Zeit durch die fucking Map läufst und dir nicht eine vernünftige Waffe holst? Ja, gut. Ich wusste nicht, wie scheiße diese Shotgun ist. Wait, Fully hat mal eine Shotgun, das ist das Problem. Das ist ja eigentlich ganz nice. Ich war übrigens tot, Fully hat mich direkt in der ersten Sekunde so gekillt. Und dann wollte ich, dann habe ich alles. Ich wollte alles auf Moggy blame und ihr habt's gekauft. Oh Mann. Ey, und jetzt meine Story, okay? Ich geh rein mit einem Deadringer, denk, okay, wenn die mich anschießen, dann sterbe ich und dann macht er mich auch einen One-Shot. Das kann nicht wahr sein, oder? Ja, er hat mich One-Shot gekillt, das ist so scheiße, Mann. Oh Mann. Will ich hier sein? Ich mach halt gerne mal ein RP, okay? Lass mir Ruhe. Ich seh nichts mehr, weil ich so lachen muss. Das ist so doof, ey. Es ist immer perfekt, sobald Maeve sagt, ich seh nichts mehr. Das ist wundervoll. Also, seid ihr das öfter? Kann ich Kippen kaufen? Oder oh, in der Explosion. Okay. Los geht's! Das ist in der Among Us-Runde. Immer wenn dieses Bild in Folge in war, Detective. Ich hab zu 80% gesagt, ich seh nichts. Hey, ich kann mal raus. Shit, es brennt dort, pass auf. Ey, ich verbrenne hier. Geht's dir gut? Ey, jemand hat unser Zigarettenladen angezündet. Was soll das, ey? Das ist mein Lieblingszigarettenladen. Mann, das war mein Leben. Hör doch, eine Fluppe. Über Jahre aufgebaut. Das war mein Leben und mein Tod. Was wird dir passieren? Johnny, warum bist du so an mir dran? Ne? Hä? Bin ich überhaupt nicht? Hallo Jungs, was kann ich für euch tun? Ah, jetzt Klaus. Ja, Ricky, ich hätte gerne was? Eine die Schachtel und die andere, ja? Ja, warte. Ach so, auf einmal hier fremde. Ja, wollte auch gerade sagen. Fremde Besitzer hier drin. Sowas gibt's aber nicht. Heiße Kartoffel. Nein. Nee, muss es sein. Hey, und deswegen sollte es keine Tabak geben. Chimtex ist es. Die sind in Brandgefahr. Er hat Maeve getötet. Ja, gut, ja, sehr gut. Okay. Sehr gut. Guck mal, ist Timo Hockey tot? Hat so, okay. So offensichtlich sehr gut gesagt, ne? Nein, ich hab mich nur nicht getraut. Ich glaube, ich glaub dir diesmal. Ehrlich. Hockey, ich sag's mal so, Hockey. Ja. Wenn du es schaffst, mich zu erschießen, dann darfst du damit einfach ungestraft davon. Du bist nah, also, okay, alles klar. Nein, wirklich. Schlag mich mal mit der Crowbar. Okay, ich frag mich, wie dieses Hitcom ausgehen wird. Okay. What? Oh, er war unbekannt. Willkommen zurück, Hockey. Morgen ist er da. Oh, shit. Oh, shit. Okay, Fully Johnny. Und Johnny. Ja? Das war klug. Okay, Fully. Was? Nein, hallo. Oh, shit. Ja, dafür opfere ich mich. Das ist okay. Hey, komm schon. Das Ausschussverfahren, das war saustark. Ja, voll clever mit dem Unbekannten. Okay. Oh. Ach, oh komm schon. Gott, okay, es ist Fully. Aber nein, habe ich doch erwischt. Auf den rauchenden Johnny, der die ganze Runde nur in dem Laden sitzt. Wahrscheinlich ist er es. Ja, du schaust das ein bisschen aus, aber ich dachte mir, er könnte vielleicht was vorbereiten. Ich sah das Problem, es waren zu viele auf einem Haufen. Was soll man da machen? Ja. Schwierig. Ja, was? Ich hab was für dich. Oh, man braucht Waffen nicht mehr wegschmeißen, man kann sie mit E einfach. Konnte man das schon immer? Ja, das konnte man die ganze Zeit. Also in TTT2. In TTT2, okay, gut. Ja, ja. Ich hab. Das hier. Das wäre echt peinlich gewesen. Was hast du? Ich hab dich geküsst! So ein Ricky mit der Taschenlampe. Ich hab auch einen, wer will? Mal Ricky den Kuss, Maeve ist doch Detective. Den kann Alter, der Kuss haben. Kann jeder. Detective kannst du aufsammeln. Nee, den kannst du aufsammeln, diesen Kuss. Warte, was gibt's denn hier? Hat der Detective, hast du den Kuss gedroppt für Ricky? Den kann man nicht droppen. Jetzt halt die Fresse. Uiuiui. Heiße Kartoffel! Wo? Also, ist es jetzt wieder Ricky oder was? Versteht das Ricky? Hallo, Ricky. Ja, warum ich Ricky? Denn? Ich bin's nicht. Hat. Ich bin's nicht. Ja, wo hat der den sehr, Kuss jetzt her? Wo ist den Kuss her, Ricky? Ja, welchen Kuss? Immer? Den hab ich gesammelt. Ich bin von der Presse. Wo hast du den gesammelt? Auf dem Boden! Nee, fast du ihm hast du den Kuss. Den kann man auf dem Boden einfach finden. Den kann man einfach auf dem Boden finden. Der liegt einfach am Boden? Halt jetzt die Schnauze von ihm. Herr, aber Detective, würdest du bestätigen, dass das sehr suspekt war? Ich hab hier zu tun. Okay, Jungs. Ja? Ist das jetzt Beweis genug oder siehst du gar nicht? Wenn man ich möchte nur anmerken, dass ich eins der lustigen Skelette bin gerade. Und wir sind in der Undertale-Map. Das ist euch wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, aber das ist sehr lustig. Das habe ich doch schon ganz zu Anfang gesagt. Ich weiß nicht, ob du lustig bist. Erzähl mal mit. Klingst du, als wärst du Traitor, Johnny? Hast du den Kuss gefunden? Oh, Sardin, Sardin. Ich hab den Kuss gefunden. Ich hab dir auch schon zweimal geküsst. Da sind ein paar Sardellen. Ja. Oh mein Gott, sind die bei uns? Sind die? Na, der im Hauptraum, der Johnny, drop mal den Kuss, ich brauch Leben.
Ach, du bist ich hab ihn nicht mehr, ich hab ihn aufgebraucht. Nee. Willst du mich verarschen, Mave? Das ist verdächtig, oder? Ich glaube, man kann mit drei Küssen oder so, I don't know. Kann man den aufbrauchen? Ich hab keine Ahnung. Fully ist! So, Männer, Fully. Okay. Junge! Ich hab ein bisschen Angst, davor zu gehen. Nein, du bist ein Skelett, du überlebst alles. Könnt ihr das draußen? Nee, ich finde, du müsstest eher wie Papyrus klingen. Oh nein. Oh nein. Warte mal, ey! Ganz ruhig, ey. Timo, lebst du noch? Ganz ruhig, mein Lieber. Beschreib mir bitte, was passiert ist. Also, alles ist explodiert. Ich habe all meine Freunde verloren. Ja, stopp, jetzt verlierst du dein Leben. Warte, bist du Traitor? Nee. Natürlich. Nein, hä? Johnny. Komm. Okay. Alter, ja, schade. Schade. Oh, du hast nicht gesehen. Ich dachte, wir haben Bulli im Visier. Ich war Bodyguard von Shimtex. Ich musste. Nein! Ich bin Shimtex. Und Shimtex hat mich erwischt. Ich wollte nur beim Kill helfen. Wo bin ich denn gespawnt, Junge? Wie dumm. Aber voll gut, ihr habt alle auf diesen Pfeil gehört, den ich gesetzt habe. Ja. Ja, voll stark. Ich habe erst nicht verstanden, was das ist, und dann irgendwann, oh, das ist ein Signal. Ja. Der Chemie will uns was erzählen. Ach, stimmt, das habe ich bisher ja noch gar nicht gemacht. Ja, stimmt. Ja, mit diesem Pfeil, ja, stimmt. Ja. Okkultist hat nur den Vorteil, dass er keinen Feuerschaden nimmt, richtig? Und dass er wenn du unter 25 Leben bist und danach gekillt wirst. Nein, der wird nicht wiederbelebt. Doch. Was? Er darf keinen tödlichen Hit erleiden. Random Health. 175, oha. Holy 150. Shit. Ich hab 103. Vorsicht, der Laden wird in Brand gesetzt. 850. Weg vom Laden. Was? Weg vom Laden. Ich hab 103. Weg vom Laden, Detective. Hockey, weg da. Nein, hab ich nicht. Oh mein Gott. Ich hab gerade mal gezogen in deine Mitgrundlärme. Jetzt hör doch endlich zu. Ich bin der Narr, mach doch. Bitte nicht sterben, Detective. Du hast schon so Tränen in den Augen. Einer von euch gerade nicht an meinen Händen haben, es war meine Schuld. Wie so ein Papa, der auf sein kleines Kind aufpasst. Das ist kurz davor. Herr Detective, Vorsicht! Nein! Oh, was ist denn hier los, Alter? Ja gut, der Detective, ich meine, der Private Party. Ein bisschen Probleme mit mir haben. Ich habe 175. Hallo, Marve. Ich mach ihn mal ein bisschen zum Target. Aber der Trader hat vielleicht 200, Junge. Birnen, Äpfel, ich weiß nicht. Ich hab 200. Bananen. Leben. Oh nein. Oh Gott, Ricky! Seid ihr oben? Das klang scheinbar, so fake, oder? Ich hab was gehört. Oh, Ricky! Ja, du sagst. Wieso? Aber wieso? Ich denke schon. Oh, aber wer? Was hast du jetzt? Oh, Moggy war der Okkultist. Was du meinst, du Idiot? Ich war Traitor, er hat vergessen, dass ich wiederbelebt bin. Der Okkultist, der König. Ey, Maeve, bist. Ach nein. So, können wir mal kurz über Timos Reaktion reden? Maeve, du teleportierst schon Text. Was ist denn hier los, Maeve? Ja, ich wollte teleportieren. Ganz kurz, ich hab vergessen, dass Moggy wiederbelebt wird und ich wollte ihn wiederbeleben als Traitor. Warum brennt das jetzt? Ich wollte dich wiederbeleben, weil ich konnte hier nicht wiederbeleben. Ich hätte ihn nur damit mit der Crowbar erschlagen. Ich hätte dich doch wiederbeleben können. Maeve hat alle im Fahrstuhl umgebracht. So, ich wollte dich nicht umbringen, weil ich dachte, du bist Traitor geworden. Aber du hast ihn bekommen, oder? Aber meine, ich wurde teleportiert. Das war ein bisschen klug, fand ich. Aber hat nicht funktioniert, leider. Du hast dich in den Fahrstuhl teleportiert. Nein. Ach so, nein, er hat es nur. Ich hab einfach gelogen. Du kannst doch nicht einfach lügen. Aber es wäre krass gewesen, ich töte zwei und teleportiere mich dann weg und lasse mir alles raus. Was hast du gelogen? Menschen können lügen. Ricky, wir lügen alle immer ein bisschen. Das ist eine Golden Deagle. Also wenn du jetzt sagst, du bist innocent, dann sprichst du die Wahrheit. Nein, wieso? Du nimmst sie jetzt. Dann gib sie mir, gib sie mir. Ich glaube, ich habe auf den Boden gekotzt. Das ist natürlich jetzt blöd für dich. Ich schieße ihn. Ich hoffe, ich jedenfalls nicht. Hallo! Was? Was denn? Let's go! Wow! Wait! Wie lustig. Ja, bitte sehr. Ey! Ja! Ich bin so fucking smart! Ich bin so schlau! Oh mein Gott! Was war das denn, Hockey? Hockey wollte mich wiederbeleben und er wollte in meinen Augen weniger sus sein. Ja, er hat mir halt die Golden Deagle in die Hand gegeben, der Traitor. Was soll ich machen? Wow! Die beste Detective-Runde meines Lebens. Hätte ich die nicht genommen, dann wäre ich übel sus gewesen. Let's go! Und dachte ich noch, da schießt mein Traitor gelegen und beliebe ihn nachher wieder. Aber nee, das war kein Zufall. Ich habe nicht verstanden, was passiert ist. Du wusstest, dass der Traitor so was. Für mich wirkte das alles ziemlich random gerade. Ich hab dich durchschaut, mein Freund. Mann, so scheiße. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Du kannst echt nichts machen, du warst ich war smarter. Der hat mich voll in die Frage gehauen. Nein! Wie schnell passiert denn hier was, Alter? Das ist nicht mein Junge, diese Runde, was geht, es fängt an, alle sterben. Hä?
Was hat die vielleicht beide Traitor? Kann das sein? Oh mein Gott, Moggy ist Shinigami! Was? Oh, okay. Ricky ist Traitor, okay. Ricky ist irgendwo draußen. Wo ist er? Moggy, hol ihn dir. Hey, Moggy, Moggy! Was? Hat ihn? Ich töte nee, ich wieder Moggy. Jedes Mal, wenn ich danach getötet werde. Oh, da liegt eine Leiche. Das ist Maeve. Oh, hat Ricky Maeve erledigt, ja. Ja. Er wurde mit einem Shinigami-Messer getötet. Ja, in dem Fall müsste irgendwo die Shinigami-Leiche von Moggy liegen. Yo, hier sind Chilis. What the fuck? Was? Böse Chilis. Ich glaube, Johnny hat die gelegt. Nein, hier sind die ganzen Leichen. Hier sind die ganzen Leichen. Ich war die ganze Zeit hier. Wer hat geschossen? Ich hab die Chilis. Achso, ich glaube, es ist Johnny. Warum? Ich hab dich bei den Chilis gesehen, du bist einfach vorbeigelaufen. Ich bin nicht vorbeigelaufen. Ich bin hier bei Rickys Leiche gewesen, als du von den Chilis gesprochen hast. Wait. Wer ist denn noch so übrig? Ist noch jemand Shadows Port außer Johnny und mir? Nee. Was? Ja, das ist Johnny. Es ist Johnny, es ist Johnny. Sag ich doch, sag ich doch. Fuck, wieso war ich in deinem Visier? Shit. Boah, die macht ja keinen Damage auf. Ja. Ah, shit. Alter, ich töte nie wieder Moggy, ne? Jedes Mal muss aufhören, mich zu killen. Ja, gut für dich aus. Ich hab immer so eine extra Rolle. Als er so ein Skelett plötzlich angerannt kam. Schimtex war Groll. Ich war Groll, interesting. Als ob Timo mich nicht wieder mag. Hat. Mann, das fand ich so scheiße von dir. Johnny, ich nehme es immer noch übel wegen der einen Runde, echt wirklich. Was? Das war echt gut von mir, willst du dich verarschen? Ja, war auch mega gut. Warte, ja. Bist du gut in TTT? Hör mal auf damit. Ja, Johnny hat echt übt. Ich glaube, Johnny hat ein Schiefprogramm, Mann. Ihr gebt mir so Komplimente, wenn ich als Trader gerade übelst reingeschissen habe. Ja, aber. Ja, gut. Ja. Aber danke, das freut mich. Geht ja nur um Spaß, die ne? Die Runde scheidet Hockey doch aus. Ich hätte mehr gemacht. Ich hätte mehr Spaß, wenn Johnny öfter sterben. Ich gehe jetzt oben in Fahrstuhl und weine. Ihr könnt mich mal. Nee, ihr könnt mich jetzt hier mal. Hier bin ich. Nee, hier hin auf Aufmunterungskurs für dich. Okay. Geh weg. Töte mich doch. Das ist interessant. Bitte alleine bleiben. Ja. Ich bin dein Body. Also oben sind ein paar Leute. Wer ist oben? Wer ist oben im Fahrstuhl? Wer ist da? Ich? Niemand. Niemand ist hier oben. Was muss ich denn jetzt machen? Ich verstehe das. Moggy hat geschossen. Oh. Moggy ist straighter. Ich versuche gerade nachzuladen. Ich erwische ihn nicht, ist zu schnell. Moggy, du Schwein! Oh Mann, es nervt mir voll, dass wir so schnell sind. Yo! Nicht auf mich! Komm her, Moggy! Diesmal töte ich dich, wenn du Traitor bist. Nein! Oh, Ricky ist Ding. Gott, was zum Fick? Nein, ey. Warum schießt du auf mich? Ich nicht. Das kommt von da drin. Hab ich jetzt überlebt? Ricky, willkommen zurück. Witzig, du hast mich runtergeschmissen. Let's go. Dann schieß einfach los, weil wir zu dritt waren. Ja, man hat dann drei Traitor, wenn ich Bodyguard bin oder was. Ja, oh, ich hab das gerade gesagt, dann sehe ich, oh, Johnny ist mein Bodyguard. Ich dachte schon, Moggy, nachdem du mich so gekillt hast, wieso wirfst du das so einfach weg, aber gut. Dass du so lange überlebt hast und da durchgekommen bist. Und ich stell dich einfach mit Spikes auf meine Augen. Wir waren zu dritt, was jetzt schon passiert. Okay. War eine gute Arbeit. Ich wüsste nicht, dass du zu dritt sei, deswegen. Ich hab mich nicht mal getraut, auf die Innocents zu schießen. Ich hab's dann so ein bisschen gemacht. Ich dachte mir so, irgendwie ist das falsch. Du musst einfach nur ein bisschen mit uns zusammenspielen. Du musst gar nicht mal so sehr einen auf Traitor machen. Ja, hab ich auch. Was ist hier los? Wieso kann man in manche von diesen Hotelzimmern sogar rein? Leute, sollt das Wort Obermods öfter verwenden. Obermods? Bist du ein Obermod? Obermods gefällt mir. Nee, Alter, ich bin Durst. Oh nein! Beide! Ich folge dich hier. Was ist das hier? Ja? What the fuck? Ich bin Durst, ich bin ein Mods. Fahrstuhl! Okay, wir sind im Team. Was ist da oben? Ja. Alles okay da drin? Okay. Hallo, ich mach dich wieder auf. Komm, wir gehen zusammen los. Oh, was ist passiert? Hallo. Ricky schießt. Ey, was zur Hölle? Okay, wir warten erstmal ein bisschen ab, okay? Ja, als ob das nicht war. Ricky, ich hab dir vertraut. Warum ist du nicht erschossen? Komm. Maeve? Ach, er. Bist du ein Traitor? Maeve, kannst du bitte gleich konfirmen? Vertrauenswürdiges Team sind. Folie hätte mich nämlich schon 5-mal schießen können. Maeve, ist es? Ja, ich hätte dich auch erschießen können. Ich bin es nicht. Maeve ist es? Du schießt auf den Maeve. Ja, also. Im Haupteingang steht der Traitor, dazu ich da hingehe. Was zum Fick ist hier los? Moggy, wenn du Traitor bist, was wärst du ein Traitor-Kollege? Eine Shotgun. Hol dir doch eine richtige Waffe, komm schon. Hä? Unendlich, ist denn der richtige? Hä, ist die nicht gut? Nein, die ist so schlecht. Johnny. Du hast einfach nur Angst, dass ich dich erschießen könnte, oder? Nein, ich will, dass du der Beste. Du kannst sie mir eh einfach direkt aufheben. Beleb mal jemanden wieder. Ich hab keine. Okay. Ich finde keine. Ich will nur, dass wir vorbereitet sind. Wer ist jetzt Traitor? Es wird schon.
Ah, ich dachte, du wärst Ding. Ich dachte, ja, Johnny auf jeden Fall, aber der ist irgendwo hinten im Bereich des Gebäudes. Ja. Okay. Wo ist hinten im Gebäude? Oh ich Gott! Beim Ding. Also nicht vorne jedenfalls. Ja. Du hast Moggy erschossen. Ja, aber mein Kollege. Ja, aber Moggy ist tot? Ja, aber Moggy ist nicht mein Ziel, ist das Problem. Shit. Du Arschloch. Ich hab dich gerecht. Maeve, wir müssen noch mehr Karma verlieren übrigens. Ja, Oh, Fully, Alter, das hat mich gerade übel erschreckt. Ey, du bist doch ja. Ich zieh alle Fully über die Waffe. Du kriegst doch dein Herz, Alter. Sein. Alter. Ey, Ricky, was war der Fully das? Mit seiner Erbsenpistole. Er hat jemand geschossen, ich dachte, du warst das, das war Maeve. Das fucking go. Ich dachte, du wärst Messerus gewesen. Ich wusste nicht, dass man keine Granaten runterwerfen kann. Was ich auch nicht, wir standen beide, wir haben beide eine Brandgranate geworfen und Ronny da oben. Fuck. Ich finde gut, dass Maeve irgendwie auf mich geschossen hat und es hat keinen gejuckt, dass ich Detective bin. Ja. Keiner hat zu. Fully und Moggy waren die haben überhaupt nicht zugehört, was abgeht. Ich hab voll spät mir so eine Story überlegt, hast du gemerkt? Ja, das war so gut, ich fand's so smart. Du so, ja, Johnny ist es auf jeden Fall, der ist irgendwo hinten im Gebäude. Das war so spontan, Maeve, du machst mir Angst. Wow. Ich folge den Spuren und ich finde es gibt den. Es gibt so, Sewers. Ja. Es gibt eine Kanalisation. Ja. Oh, echt? Ja. Oh nö. Einer wird gleich geportet. Mäh, Hockey! Komm, kauf Zigarette! Okay. Einer wollte? Telefonieren. Oh, hinter dir! Hinter dir. Hey, wer ist da gerade beim Spawn? Nee, also bei diesem Eingang. Ich komme jetzt zum Spawn. Wer ist bei diesem roten Eingang? Muss Johnny sprayen, das ist ganz wichtig. Hockey, was hast du geworfen? Irgendwer war doch gerade bei diesem roten Eingang. Da ist doch niemand. Oh, ich bin teleportiert worden! Ja, ich komm. Oh, was? Hockey war innocent? Wait, Morgi schießt. Warte, voll. Bin da? Ja, Morgi war's. Komm mal zu diesem Gitter neben diesem, wo man hoch die Leiter hoch kann. Ruf in Inno. Sehr gut. Kannst du mir bitte die Grenzen kaufen? Guck mal, ich bin hinter dem Gitter da durch. Ja, warte mal. Hier bei dem Gitter. Hier. Kann man die droppen? Siehst du mich nicht? Ah, richtig! Nee, Ricky! Oh, man kann den Namen nicht mal anzeigen, das ist ja super. Okay. Ja. Ich kann zu dir rüberhüpfen, glaube ich sogar. Jetzt kannst du mich sehen. Hallo. Es ist sehr ruhig. Ich glaube, die sind alle gestorben gerade. Traue ich dir jetzt? Also, ich bin innocent, und du? Ja, ich auch. Ich geh mal lieber zurück. Ich geh mal nicht da lang, wo du bist. Ja, aber wir hatten uns schon längst erschossen. Ich glaube auch. Maeve ist straight! Nein, das ist ein Random-Tester. Der Detective hat es doch gar nicht eingesetzt. Wenn der Detective das einsetzt, dann kommst du doch ganz fett im Bildschirm. Aber es redet ja keiner mehr. Ja, weil die stumm sind wieder. Ich glaube, Maeve ist straight. Ach, Ricky lebt doch. Also, Ricky ist es, okay. Also, wie gesagt, das war ein Random-Tester. Also, der... Ricky ist hier im Vordereingang. Ja, ich hab ihn. Nein, ich muss nachladen. Ricky, warum hast du einen Random-Tester statt dem Defibrillator? Ich konnte ihn nicht kaufen, das wollte ich doch. Ich konnte ihn nicht kaufen, hätte ich ihn gekauft. Letzte Runde. Hockey, warum hast du die Granate nicht angekündigt? Ich dachte plötzlich... Ja, war auch gut von mir, alles gut. Kann es sein, dass man bei den Trader-Sachen diese Updates, wie zum Beispiel Körperrüstung und so, unendlich kaufen kann? Die nehmen irgendwie keine Punkte weg. Man muss einfach gegen die Türen laufen und die aufgeben. Keine Ahnung, muss ich mal... Oh, wirklich? Ja. Kann sein, dass du mehrmals kaufen kannst einfach. So. Einfach mal die Texte lesen, Junge. Ich kann gleich mal gucken. Hallo. Aber hier geht nicht auf. Alter, ach, die ist verschlossen. Alter, kann man die Türen tatsächlich auch irgendwie einen Schlüssel finden oder so? Oh! Was war denn das? Ja, ich glaube, das war das jetzt. Bitte nicht in meinem Laden Granaten werfen! Das ist mein Laden! Den habe ich von Ricky übernommen. Achso, ja. Jeder von uns hatte schon mal in zweiter Generation. Und ich sag's mal so, bei uns läuft jetzt alles ein bisschen cooler. Also sobald da oben der Nick the Smoker hängt... Zum Fick ist ja los. Sobald Nick the Smoker da hängt, ist es mein Laden und ihr könnt nichts dagegen machen. Moggy, nicht mehr weg. Was zum Fick? Ich glaube, wir stecken fest. Oh, scheiße, was denn? Oh nein. Warte, ich versuche, kann der Detective mir den Newton Launcher, da könnte er endlich mal... Kann ich den Portal gar nicht woanders hinsetzen? Oh ja, stimmt, das geht auch. Moggy, kann der stecken in der Wand fest? Aber das steckt in der Wand, ja. Und ich stecke in Moggy. Also das funktioniert, ihr seid jetzt einfach da gefangen. Wir sind jetzt eins. Ich bin gerade durchgelaufen. Wir machen weiter und wir werden versuchen, hier weiterzumachen. Ich glaube, Hockey ist es. Dabei haben wir die Liebenden noch gar nicht aktiviert, Leute. Diese wurde jetzt geschlossen. Geschossen. Ich glaube, Hockey ist es. Geschlossen ist der Laden auch. Ich glaube, Hockey ist es. Ich? Warum ich? Nee, pass auf! Maeve ist es.
Hä, warum callt ihr einfach so? Leute, passt auf! Wieso sagt Rick die ganze Zeit irgendwelche Namen? Ja, sag auf, ja, so du machst tatsächlich hier raus damit. Ich krieg Fallschaden. Hockey, ist es nicht Memphis. Hockey, bist du's? Nein, Alter. Hockey hat sich gerade so ein bisschen ich wurde geportet. Nein. Oh, Hilfe, geportet. Achso, das ist das Portal. Was passiert denn in dieser Runde? Der Detective hat gerade viel zu viel Spaß. Was hast du gesagt? Ey, pass doch auf. Kann ich schießen, weil ich zu sehr in der Stimme stecke. Ey, pass doch auf. Mann, ey. Ich bin Moggy einfach den Rest der Runde mit Ricky da oben jetzt überleben. Ich kann nichts machen. Ich kann nur Ricky erschießen. Warte mal. Hallo, hör auf. Du schießt auf mich. Was soll ich hier machen? Ricky, Moggy ist straighter, kann das sein. Oh, das Feuer unter Moggy. Der Laden brennt schon wieder. Oh, lol. Ich häng immer noch fest. Der Laden brennt und ich häng fest! Nein! Oh Gott, er wird einfach gebrutzelt. Moggy, pass auf! Komm ins Portal! Wow. Ich bin frei, Moggy! Der Okkultist! Ich nicht! Hey, Hockey. Ich bin tot. Ich nehme so viel Schaden. Hockey ist es! Töte Hockey. Nein, nein, Ricky, oh mein Gott, Ricky schießt auf mich, ich werde sterben. Okay. Scheiße. Nein, ich hab mir. Maeve. Ja. Das ist die dümmste Runde, die ich jemals gesehen habe. Was zum Teufel? Bist du immer noch drauf, drin? Ich komm hier nicht weg. Ach so, scheiße. Jetzt hab ich. Ja. Ich dachte, du wärst tot, Moggy. Bist ich tot? Du mich. Ach, Deathringer, ich hasse dich. Ich glaube, mal jemand zu mir. Ist der bei dir durchgelaufen? Ja, ne? Ich glaube schon. Mann, schieß dich ab, du Idiot! Oh mein Gott, Mate, du Tracer! Ich weiß noch nicht, dass Moggy Tracer ist. Nee. Oh, da schauen die Leute oder so. Ich gehe von da oben aus. Alter, wie lang ist das? Moggy gewinnt die Runde, ohne etwas zu tun. Ja. Und das war doch die beste Runde. Ich hab in meinem Kopf Moggy. Ja, du hast super. Ich meinte, ohne sich zu bewegen. Und das war diese. Ich hab Moggy einfach ignoriert, die existierte für mich gar nicht. Jeder hat mich ignoriert. Vor allem Ricky hat auf alle geschossen. Das ist insane, du hast so viel erreicht. Und damit beenden wir den Part für heute. Das warte, Ricky, kann ich kurz was nachschauen? Klar. Wo bist denn du? Hier, links von dir. Okay, Beauftragsmörder. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.